So, meine Damen und Herren, die Tür ist zu. Wir sind heute wieder eine ganze Reihe von Leuten, die sich für die Alternative für Deutschland interessieren. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Veranstaltung der AfD-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, es ist immer mal wieder, denke ich, eine gute Gelegenheit für uns Abgeordnete, nicht nur im Plenum zu sprechen, sondern auch mal vor den Leuten, denen wir unser Bundestagsmandat zu verdanken haben. Und da, denke ich mal, gibt es ja nicht wenige unter Ihnen, denen wir das hier zu verdanken haben. Und da, denke ich mal, ist eine kurze Rückmeldung auch mal angesagt, dass wir über unsere Arbeit berichten. Ich darf schon mal im Vorfeld auf zwei Flyer oder zwei kleine Heftchen hinweisen. Wir haben als Fraktion im Bundestag so ein Heftchen herausgebracht, das liegt hier auch aus. Da können Sie in etwa mal so eine Kurzfassung der AfD-Bundestagsfraktion sich mal anschauen, was wir so tun oder auch was wir nicht tun. Und unser Team, die knappe Hundertschaft, die wir jetzt noch im Bundestag sind, die haben wir auch hier mal zusammengefasst. Hier sind sämtliche Kolleginnen und Kollegen versammelt. Und für das Erstlingswerk, dass die AfD zum ersten Mal im Bundestag ist und gleich die größte Oppositionspartei ist, das, denke ich mal, kann sich sehen lassen. Und das haben wir Ihnen zu verdanken, meine Damen und Herren. Ich habe die große Ehre, heute Abend als Chef der Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saarland auch meine Kollegen heute zu begrüßen, die heute zu uns gekommen sind. Meine Kollegin Nicole Höst. Begrüßen Sie mit mir meine Kollegin Nicole Höst. Und begrüßen Sie meinen Kollegen Sebastian Münzenmeier. Ich möchte noch kurz den Ablauf kurz erklären, wie wir das heute machen wollen. Es ist zunächst vorgesehen, dass nach dieser Begrüßung meine Kollegin Höchst mal Viertelstunde, 20 Minuten über ihre Arbeit im Bundestag berichtet. Anschließend macht das der Kollege Münzenmeier und der Dritte im Bunde als Gastgeber heute Abend bin ich. Ich werde dann über meine Arbeit berichten. Dann dürfte so in etwa eine Stunde vorbei sein. Und danach haben Sie die Gelegenheit, eine kurze Stärkung im Vorraum einzunehmen. Und anschließend gibt es noch mal so circa eine halbe Stunde die Möglichkeit, uns richtig mal zu nerven, zu bohren mit Fragen und dann schauen, was wir drauf haben oder nicht drauf haben. Also das ist so der geplante Ablauf heute. Und ich darf jetzt meine Kollegin Nicole Höchst bitten, den Anfang zu machen. Vielen Dank erstmal. Ja, ich muss ein bisschen die Zeituhr hier rennen lassen. Ich sage immer scherzhaft vorne weg, ich verbringe mit Ihnen auch die ganze Nacht. Es gibt ganz, ganz viel zu erzählen. Ich bedanke mich für die Einladung bei Heiko Wildberg. Ich sehe in Germersheim, wenn ich hier bin, auch immer viele Freunde, die man sonst viel zu wenig sieht. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, heute in Germersheim auch sprechen zu dürfen. Ja, ich bringe Themen mit, Familie und Bildung. Das sind so die leisen Themen, über die recht wenig in der Presse steht, es sei denn die SPD-Familienministerin noch Dr. Giffey. Oder nein, sie darf den Doktor ja behalten, habe ich gehört. Da wurden ja extra neue Regelungen gefunden, die eigentlich so gar nicht vorgesehen sind, damit sie da nicht desavouiert wird. Aber ist okay. Also Frau Giffey hat ja den Hang dazu, ein starkes Familiengesetz zu machen oder ein gutes Kita-Gesetz. Also da stehen die Attribute immer mit dabei, damit auch jeder kapiert, dass es tatsächlich so sei. Aber in Wirklichkeit kommt von dem Geld für das gute Kita-Gesetz kommt sehr wenig in den Kommunen bei den guten Kitas an. Und im Grunde genommen ist es jetzt noch schlimmer als vorher. Das Gleiche mit dem starken Familiengesetz. Das ist meiner Meinung nach eine weitere Form, wie man den Familien beibringt. Ihr seid nicht mehr gewollt, braucht man immer. Ja, also
Es ist völlig unvorstellbar, wie eine Familienministerin im Ausschuss agiert, und das ist jetzt wirklich passiert. Sie kommt rein und stellt sich vor als Frau Dr. Giffey. Sie ist die Sprecherin und Vorsitzende des Frauenministeriums. Okay, ja, also Familienministerium ist jetzt Frauenministerium, und im Grunde genommen ist das eine der Dinge, die bei uns gravierend falsch laufen. Sehen Sie, an allem, und das geht jetzt an die Herren hier, vor allen Dingen an die über 50, an allem, was in Deutschland jemals schiefgelaufen sind, sind ja die Männer über 50 am besten noch weiß und heterosexuell schuld. Und deswegen gehen Sie jetzt bitte für den Rest des Abends in eine Büßerhaltung, okay? Sie sind alles schuld und Sie werden auch nicht mehr berücksichtigt. Dann kommen wir direkt auf mein erstes Thema. Frau Dr. Giffey, getrieben von den Linken und den Grünen, möchte gerne im Bundestag demnächst verabschieden ein Gesetz zur Quote, ja, mehr Frauen in die Parlamente, was ich eine ungeheure Unverschämtheit finde. Ich weiß ja nicht, wie es den Damen hier geht. Also für meine Begriffe müssen Menschen in die Position, die dafür qualifiziert sind. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich habe das im Bundestag auch schon gesagt, ich verbitte mir, dass man die Gesellschaft so durchsexualisiert, dass man als allererstes beim Bewerber schaut, ist das Männlein oder Weiblein, und nicht schaut, ist er qualifiziert oder nicht, sondern man muss dann irgendwelche Quoten berücksichtigen. Und wissen Sie was noch, das ist ja sowas von inkonsistent und inkonsequent, wo letztens der Staatssekretär Roth gesagt hat im Plenum, es gibt 68 und mehr Geschlechter. Wie möchten Sie das denn quotieren? Das wird ja besonders spannend. Wie wollen Sie denn 68 Geschlechter quotieren? Also wenn dann jemand Cisgender, Sternchen oben, unten, Unterstrich, sonst irgendwas ist, kriegt derjenige dann automatisch den Job, weil das die einzige Person ist. Also das ist einfach sowas von irre, aber dafür geben wir Geld aus. Kommen wir mal direkt dazu, was Familienministerium fördert im Moment, auch wieder mit diesem Haushalt. Das Familienministerium fördert ganz stark die Abschaffung der Familie, weil die Betonung der Ausgaben der Gelder nicht die Familien sind. Ein ganz, ganz großer Posten, 115 Millionen Euro waren es im letzten Jahr, der ist dieses Jahr noch aufgestockt worden, geht in das Projekt Demokratie leben. Sehe ich ein paar Leute, die sind so alt wie ich oder sogar noch ein bisschen älter. Sie haben alle das geschafft, ihre staatsbürgerlichen Pflichten wahrzunehmen und auch ihre Rechte, ohne dass sie dieses Schulfach jemals hatten, ohne dass ihnen jemals jemand erklärt hat, was Demokratie ist und welche Partei sie wählen sollen, weil darum geht es ja. Also dieses Projekt Demokratie leben ist ein anderer Begriff für, wir erklären den Kindern ab Kindergartenalter, dass bürgerlich und wertekonservativ rechts und zu vermeiden sei und man bitte links denken möge, sozialistisch, gerne auch sehr ökologisch orientiert, ökosozialistisch, aber nicht bürgerlich, nicht in Familien und so weiter. Das halte ich für total bedenklich, weil wir einfach in eine Situation hinlaufen, wo ganz viele, ich sag mal normale Menschen, ausgegrenzt sind aus der Gesellschaft. Also alle die, die zu Hause noch leben in einer sogenannten klassischen Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Kind oder Kindern, die sind dann automatisch konservativ, rechts, reaktionär und so weiter. Ganz, ganz, ganz gefährlich für unsere Gesellschaft, weil das möchten wir ja alle gar nicht mehr, oder doch? Da laufen wir völlig falsch. Ein Familienministerium, was an bestimmten Tagen die Regenbogenflagge hisst und Gelder ausgibt für Gender und Gedöns, sage ich jetzt mal, und die Familienabschaffung vorantreibt, dadurch, dass Kinder im Kindergarten schon beigebracht bekommen, ja, sie können auch ein Mädchen sein oder ein regenbogenpupsendes Glitzereinhorn. Das fördert nicht unbedingt das Zusammenleben zwischen Mann und Frau, und ich denke, da sollten unsere Steuergelder auch nicht hineingehen. Wir von der AfD sind der Ansicht, dass wir Familien entlasten müssen, und zwar um ein Vielfaches. Blicken wir nochmal in die 70er und 80er zurück oder noch früher. Da hat der Papa gearbeitet, es gab zwei oder mehr Kinder, man hatte ein Häusel, man hatte
genug zu essen. Und das war auskömmlich zu leben mit einer einzigen Gehalt. Das können Sie heute vergessen. Das, was uns früher verkauft worden ist als Freiheit der Frau, nämlich dass man in die Erwerbstätigkeit gehen kann, ist heutzutage das Muss. Ja, Frauen und Männer, Mama und Papa, müssen beide arbeiten, um sicherzustellen, dass die Familie zurande kommt. Das möchten wir so nicht. Wir von der AfD möchten gerne wieder zu dem Punkt zurück, dass sich Eltern aussuchen können, wer ist uns ja egal, Mama oder Papa, dass sie zu Hause die Kinderbetreuung selbst übernehmen möchten. Da möchten wir wieder hin. Denn sehen Sie, wenn wir Kinderbetreuung outsourcen, dieses neudeutsche nette Wort, und sich jemand Fremdes um unsere Kinder kümmert, dann verdient derjenige Geld. Sozialkasse wird bedient, Rentenkasse wird bedient. Was passiert denn, wenn Sie selber Ihre eigenen Kinder zu Hause betreuen? Da kriegen Sie vielleicht 3 Rentenpunkte mehr und das war's. Gleiches mit Haushaltsführung. Ja, Haushalt machen wir so nebenbei, gell? Wenn wir das outsourcen und in fremde Hände geben, haben wir das Gleiche wieder. Wenn das über die 450-Euro-Basis hinausgeht, Sozialkasse, Rentenkasse, es werden Steuern generiert. Wenn wir das selber machen, nichts. Und das ist einfach eine Riesensauerei, dass wir die Arbeit, die die Familie zu Hause bewältigt, dafür, dass sie es alle schön und lebenswert haben, dass wir das nicht wertschätzen, das geht gar nicht. Da müssen wir wieder hin, dass Familienarbeit wertvolle Arbeit ist. Familien sind die Keimzelle unserer Gesellschaft. Da leben wir zuerst. Und es ist eine absolute Frechheit, Familien in eine Armut zu drängen. Heutzutage, wenn sie ein mittelständisches oder mittleres Einkommen haben und 2 Kinder, dann sind sie ganz nah an der Armutsgrenze. Jetzt kommt noch wieder Energiepreiserhöhung, CO2-Steuer hinzu. Viele gehen in die Erwerbslosigkeit. Also was da auf uns zurollt, das möchten wir von der AfD so nicht geschehen lassen. Wir haben Anträge gestellt, dass zum Beispiel Kinderbedarfsartikel günstiger werden, dass man da nicht die volle Mehrwertsteuer bezahlen muss, sondern nur in Anführungszeichen 7%. Wir möchten gerne wegkommen von diesen Almosen, was eine Kindergelderhöhung anbetrifft. Also ob ich jetzt 8 Euro pro Kind im Monat mehr habe oder Peng, das sind 3 Kugeln Eis in Speyer pro Kind. Also das ist eine Frechheit. Das heißt, die AfD möchte gerne, dass die Familien ein Familiensplitting langfristig haben, dass nicht nur Ehegattensplitting betrieben werden kann, sondern wir haben Kinderfreibeträge pro Kind, stellen wir uns dann besser. Ja, wir möchten haben, dass in Deutschland Leute wieder sagen, ja, wir möchten Kinder. Das traut sich ja heute keiner mehr. Diese ganze Blase von Familie und Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist eine riesengroße Lüge, weil die Menschen, die beides tun, Mütter, und da rede ich aus Erfahrung, ich habe ja 4 Kinder und war immer der Hauptverdiener unserer Familie, die reiben sich über die Gebühr auf. Das betrifft gerade Frauen. Die reiben sich über Gebühr auf, wachsen über sich hinaus und gehen ganz häufig in Krankheit, Depression oder Burnout. Warum? Weil sie das Gefühl haben, sie machen nichts mehr richtig. Ständig mit dem schlechten Gewissen, ich habe mein kleines Kind im Kindergarten abgegeben, wird es da wirklich gut betreut? Was wir jetzt aus den Kindergärten gehört haben, lässt ja auch das Gegenteil schließen. Ich weiß nicht, ob das in Germersheim auch war mit diesem Original Play, ob Sie das gelesen haben. Da gehen irgendwelche Leute ohne Führungszeugnis, ohne größere Ausbildung in Kindergärten hinein und balgen sich mit den Kindern dort. Dabei kommt es auch zu intimen Berührungen. Ja, was ist denn das? Das ist ein Paradies für Pädophile, die sich an unseren Kindern gütlich tun, ohne dass das jemand merkt, weil die erzählen das zu Hause ja auch nicht. Die kleinen Kinder erzählen das nicht unbedingt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit unserer Kampagne da gewirkt haben, dass jetzt die einzelnen Bundesländer und auch die Kommunen sehr genau hinschauen, was passiert denn in unseren Kindergärten und das zum Teil auch schon unterbunden haben. Also AfD wirkt, wenn wir wirklich sagen, hier, das läuft total falsch, das kriegen mittlerweile Gott sei Dank viele Leute mit und es wird dann abgestellt, also aus der Opposition heraus. Und apropos wird abgestellt, gebt ihr mir schon ein Zeichen oder habe ich noch ein paar Minuten?
Okay, ist noch gut. Sagen Sie doch mal endlich, was Sie machen im Bundestag. Ja, das macht, wollte ich gerade apropos abstellen. Wir haben im Bundestag es geschafft, mit den Familienpolitikern zusammen, der Frau Giffey mit ihrer besondere Neigung für bunte Familien und besondere Neigung zu Frühsexualisierung im Vielfaltsbereich, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das sogenannte Regenbogenportal ist gravierend eingekürzt worden. Das können Sie gerne mal einsehen. Da standen vorher Literaturhinweise, was Kindern an Kindergärten vorgelesen werden soll. Gerade auch für Zweijährige, die sollten vorgelesen bekommen, wie sich beispielsweise homosexuelle Paare gegenseitig lieben. Das gibt es dort jetzt nicht mehr, das haben wir erreicht, dass sowas herausgekürzt wird. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wissen Sie, wir von der AfD denken, dass sich doch bitte jeder lieben möchte, wann er will, wie er will und mit wem er will, solange es unter Erwachsenen und einvernehmlich stattfindet. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir möchten haben, dass das nicht öffentlich ist ständig und man möge bitte Kindern nicht ständig die Fragen beantworten, die sie nie gestellt haben. Also kleine Zweijährige fragen nicht unbedingt alle Mama oder Papa oder liebe Kindergartenbetreuerin, wie lieben sich denn bitte gleichgeschlechtliche Paare? Also das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, hat mich noch kein Kind gefragt. Das ist so ein Ding. Und das andere, was wir im Bundestag wirklich erreicht haben, vielleicht haben einige von Ihnen die Plakate auch aufgehängt, Meister statt Master. Sagt Ihnen das noch was? Mit dieser Kampagne haben wir nicht nur die Herzen der Mitte der Gesellschaft erobert, also von Leuten, die ja wissen, dass mehr Studenten, die abbrechen, ja der Wirtschaft und dem Handwerk nicht wirklich was bringen, sondern das Handwerk Goldenen Boden hat uns dafür geliebt und gewählt. Und bereits 2018 hat die Frau Ministerin Karliczek im Bundestag das Gleiche wiederholt, wo ich dann auch wirklich sehr applaudiert habe. Also wir brauchen mehr Meister statt Master. Und seit 2018 haben wir immer Anträge an den Bundeshaushalt gestellt, was bitte erhöht werden möge im Bereich der beruflichen Bildung. Und auch da haben wir es geschafft, Zuwächse zu erzielen im Bereich beispielsweise der Begabtenförderung unter den Berufsschülern. Und in den Berufsausbildungen und wir haben dort im Bereich von Stipendien und so weiter ein Umdenken erreicht, dass es nicht mehr nur noch Geld gibt für Studenten, sondern eben auch für Berufsschüler. Und das ist eigentlich mit der schönste Erfolg bisher, dass es uns gelungen ist, mit diesem da Vorreiter zu sein, mit dieser Kampagne, die so wirklich nötig ist für die Gesellschaft. Denn ja gut, also in 20 Jahren haben wir sonst ganz viele Akademiker, die zu Hause sitzen und frieren, weil die Heizung kaputt ist. Und irgendwann fährt mal der Ferrari vor, der Installateur steigt aus, richtet kurz die Heizung, lässt sich viel Geld geben und fährt weiter. Also da laufen wir ja hin. Und das umzukehren, da eine Trendwende einzuleiten, das ist uns gelungen aus der Opposition heraus und das beflügelt uns zu mehr. Wir haben im Bereich der Hochschulfinanzierung tatsächlich auch erreicht, dass genauer geschaut wird, wofür wir unsere Gelder ausgeben. Dass die Hochschulen freier sind, ihre Geldmittel auszugeben, ist uns partiell gelungen, weil die Sensibilität entstanden ist, auch bei der FDP, dass es nicht sein kann, dass wir immer mehr von diesem Wasserkopf haben, von Leuten, die Dinge studieren, die nur staatsabhängig dann bezahlt werden. Ja, wir haben ein Problem, wenn wir immer mehr Sozialpädagogen, Lehrer, Beamte, ja, und was machen eigentlich die ganzen Leute, die Gender-Gaga und Gedöns studieren? Fahren die alle Taxi? Also die kommen auch abhängig beschäftigt vom Staat unter und niemand erwirtschaftet eigentlich wirklich Steuern. Das ist ein Problem. Als AfD-Fraktion haben wir im Bundestag das hingekriegt, dass nochmal ein bedeutender Blickwinkelwechsel hin auf die MINT-Fächer erreicht worden ist, auch mit dem Fluss der Gelder. Das kann natürlich auch sein, dass das in den Büchern nur so aussieht, aber wir feiern das als einen Erfolg im Bundeshaushalt 2019, der jetzt für 2020 erstellt werden wird, dass wir noch stärker schauen, dass wir MINT-Fächer stärken. Und zwar nicht nur für Girls, sondern für alle. Also nicht einfach nur Girls Days und Girls müssen in die MINT-Fächer, sondern alle
sollten befähigt werden, Mathematik so auskömmlich zu beherrschen, dass sie an der Universität auch ein Studium abschließen können. Vielleicht noch Überlegungen zu diesen Bestrebungen, Menschen rüber und nüber zu schieben in den unterschiedlichen Bereichen. Wir sehen den Sinn nicht, Frauen aus Berufsfeldern auf Biegen und Brechen abzuziehen, denen sie aber von Herzen und von ihrer Neigung her zugeneigt sind. Also Frauen befinden sich ja oft in den schlecht bezahlten Berufen wie Krankenschwester, Pflegerin, Kindergärtnerin, Lehrerin. Das sind ja alles Berufe, wo man immer hört, die sind so wahnsinnig unterbezahlt und da ist ja auch was dran. Die wollen wir schieben in die MINT-Fächer. Dann haben wir aber noch weniger Leute in den Pflegeberufen, Kindergärten und so weiter. Also das ist ein Riesenproblem. Wir können nicht einfach Frauen da wegnehmen, woanders hinschieben. Und wer macht das dann? Beispiel Kreuznach. Dort ist jetzt Michelin eingegangen. Also im Zuge des Industriesterbens rund um die Autoindustrie ist dort der Reifenhersteller eingegangen. Viele von den Menschen stehen auf der Straße zukünftig. Dann kam die Landrätin dort auf die tolle Idee, wir brauchen ganz viele Pflegekräfte, gerade auf dem Land, dann können die doch alle umschulen. Und ich glaube, dass diese Landrätin, wie ganz viele Politiker, vieles nicht verstanden hat, was mit Beruf und Berufung zu tun hat. Ich kann nicht einfach Leute, die dafür gebrannt haben, für Michelin zu arbeiten, von der Straße nehmen und sagen, Mensch, wir brauchen jetzt, und wenn du, dann machst du das einfach. Wir haben ja auch genug Repressionsmöglichkeiten, Leute in diese Tätigkeit zu zwingen. Aber jeder, der seinen Beruf als Berufung lebt und mit Herz und Verstand betreibt, der weiß, dass man nicht einfach Pflegekraft wird, einfach so. Das muss man wollen. Und das macht es einfach nicht besser. Letzter Satz noch zur Bildung. Wo wir in Zukunft hinwollen, ist, dass wir wieder gute Bildung für alle haben. Wir finden es total falsch, eine Schule für alle zu forcieren, wo keiner mehr richtig gefördert wird. Wir haben... Wir haben in der einen Schule für alle Niveaus zusammen, vom ehemaligen Hauptschüler bis hin oder über den Förderschüler bis hin zum Gymnasiasten und mittlerweile auch ganz, ganz viele Leute, die der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind. Das ist ein Riesenproblem, denn wir haben unser System nicht verändert. Will heißen, wir funktionieren im 45-Minuten-Takt mit der gleichen Kennzahl der Kinder, also bis 28 Kinder pro Klasse und Sie sind ein bisschen ältere Semester, Sie können noch rechnen. Bedeutet, wie viele Minuten hat ein Lehrer für den Schüler, den Einzelnen pro Stunde? Das ist nicht so viel. Da wird niemand mehr gefördert. Und wir möchten dorthin, dass wieder jedes Kind nach seinen Leistungen, nach seinen Möglichkeiten gefördert wird. Und wenn das bedeutet, dass wir die Förderschulen erhalten, weil an diesen Förderzentren ausgebildete Pädagogen für diese Schüler sind, mit entsprechenden Unterstützungsmaschinerien müssen es ja manchmal sein, damit das optimal läuft, dann sind wir da sehr dafür. Wir möchten unbedingt haben, dass in Schulklassen Kinder sitzen, die der deutschen Sprache mächtig sind, weil sonst kann ein Unterricht auf Deutsch nicht stattfinden. Gar nicht. Und das ist nicht nur, also man muss das mal in die Perspektive setzen, das hat mit Fremdenfeindlichkeit jetzt wirklich gar nichts zu tun. Ja? Weil die Kinder, die setzen sich mal bitte in die Kinder, die verstehen nichts, das läuft alles an denen vorbei. Möglicherweise haben die Sachen, über die wir hier sprechen, noch nicht mal. Wie sollen die da Anschluss finden? Diese Immersion, die immer gehypt wird und wo gesagt wird, das ist das Allerwichtigste, was wir in den Schulen machen müssen und man lernt das am besten, indem man einfach drin sitzt, das trifft so nicht wirklich zu für Schüler und das sage ich auch aus eigener Erfahrung als Studentin, die plötzlich nach Frankreich gegangen ist und recht wenig verstanden hat an Französisch. Ich war dann sehr froh, dass ich 3 Monate erstmal einen Kurs machen konnte, um mich auf das Niveau zu bringen, dass ich die Bücher verstanden habe, dass ich die Lehrer verstanden habe und dass ich mich auch so äußern konnte, dass mich jemand versteht. Wieso soll das den kleinen Kindern hier anders gehen? Das müssen wir unbedingt ändern. Das ist kommunal, aber natürlich müssen wir auch vom Bund her die Möglichkeiten schaffen, zu sagen, da müssen Kinder und Erwachsene alphabetisiert werden. Wir müssen da Deutschkurse verstärkt noch anbinden und verpflichtend machen. Last but not least, Integration. Ich spreche jetzt mal für meinen Wahlkreis.
Integration in deutsche Kultur und in unser Leben kann nicht funktionieren, wenn es in meinem Wahlkreis beispielsweise einen Kindergarten gibt ohne Beteiligung deutscher Schüler und Eltern oder Kindergartenkinder und Eltern. In was soll sich denn da wer integrieren? Wie soll denn das gehen? Ja, also das wird zunehmend schwierig, auch an den Grundschulen. Und da müssen wir wirklich gucken, wie wir da mit umgehen wollen. Und einer der Punkte ist, dass wir genau schauen wollen, das System muss wieder funktionieren. Die Leute, die hier keine Bleibeberechtigung haben, gehen bitte nach Hause. An den Schulen Ausbildungen, solange wie noch nicht darüber entschieden wird oder entschieden ist, ob ein gültiger Titel vorliegt, ist klar, findet Unterricht statt. Aber der Unterricht muss doch dazu befähigen, beispielsweise das befriedete Ex-Krisenland wieder mit aufzubauen. Der Unterricht muss doch nicht dazu führen, dass man auf Biegen und Brechen auch ohne gültigen Titel in Deutschland bleiben kann. Das kann nicht sein, das kostet uns nur Geld und bringt uns überhaupt gar keinen Schritt weiter. Wir müssen... genau schauen, wie wir diesen Drehtüreffekt verhindern können. Heute stand erst in der Presse, dass einfach wie oft sind die Leute schon ausgereist freiwillig und wieder hereingekommen. Das ist ja 4-5 Mal mit wie vielen unterschiedlichen Identitäten. Das halte ich persönlich für sehr schwierig, weil uns einfach das Geld fehlt, unseren Rentnern ein auskömmliches Leben zu bereiten. Und ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, die Leute, die ermöglicht haben, dass ich in den Kindergarten gehen kann, zur Schule gehen kann, dass die Infrastruktur da ist, damit ich von A nach B fahren kann, ohne größere Probleme und. Die wühlen in Speyer beispielsweise im Papierkorb nicht nach Flaschen. Die suchen die Reste auf der Maximilianstraße vom Essen, was die Leute weggeschmissen haben, und schlagen das in ihre Rheinpfalz ein und nehmen das mit nach Hause. Also ganz ehrlich, wissen Sie, wenn wir in einem Land leben, wo wir uns um unsere eigenen Leute nicht mehr kümmern, die all die Jahre hier mitgearbeitet haben und uns unser sorgloses Leben ermöglicht haben, dann ist das schändlich. Das müssen wir wieder umstellen. Ja, ich kriege signalisiert, dass ich schon angefangen habe, tief in den Abend einzusteigen. Ich hoffe, dass ich noch einige Fragen nachher beantworten darf aus dem Bereich AfD wirkt. Und wenn wir sensibilisieren dafür, dass bestimmte Problemfelder nicht verschwinden, nur weil man uns die Begriffe dafür verbietet, dann haben wir schon viel bewirkt. Wir möchten gerne auch durch unsere Beiträge hier im Wahlkreis, in Germersheim, überall in Deutschland dazu beitragen, dass wir Diskursfelder wieder eröffnen, dass wir über Themen streiten, dass wir eben schauen, was nicht in Ordnung ist und wie kriegen wir es wieder hin. Ohne Schaum vorm Mund, sondern mit Augenmaß und Sinn und Verstand. Deutschland ist ein wunderbares Land. Und wir können mit Sicherheit ganz vielen Menschen Heimat bieten. Dafür dürfen wir sie aber nicht wegschmeißen, weil dann kann hier niemand mehr leben. Vielen Dank. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank zuerst mal, dass Sie alle heute Abend gekommen sind, obwohl es richtig kalt ist, und sagen, Sie hören sich jetzt mal 3 Bundestagsabgeordneten an, die Ihnen so ein bisschen was erzählen, was Sie so machen, weil Sie haben ja auch nicht die Möglichkeit, mir den ganzen Abend zu erzählen, was Sie machen. Da müssen Sie mir verzeihen. Ich versuche mal so einen Einblick zu geben in unsere Arbeit, in 2 Themenfelder, in denen ich mitarbeite. Sebastian Münzenmeier, ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender unserer Bundestagsfraktion und ich bin in den Themenbereichen Tourismus und Arbeit und Soziales für die AfD unterwegs. Und ich möchte in der Kürze der Zeit, die es gibt, Ihnen so einen kleinen Einblick geben, warum diese Themenbereiche und was sind da so die roten Linien, beziehungsweise was machen wir effektiv, was versuchen wir umzusetzen in diesen beiden Themenfeldern. Ich steige mal ein mit dem Themenbereich Tourismus, weil das ist so ein Thema, wo ganz viele Menschen, denen ich zum ersten Mal begegne, die kommen zu mir und sagen, sag mal, Herr Münzenmeier, Sebastian, wie kommt man denn auf das Thema Tourismus? Die AfD, das sind doch eigentlich immer die wollen die Grenzen dicht machen, die wollen hier irgendwie kriminelle Ausländer rausschmeißen und so weiter. Wie kommt man denn als AfD-Politiker aufs Thema Tourismus? Da sage ich, ja, Sie haben vollkommen recht, dass wir zum Beispiel kriminelle Ausländer ausweisen wollen. Das hat ja mit Touristen relativ wenig zu tun. Weil es gibt 2 Grundlagen, wenn man
für Tourismus, wenn man Tourismuspolitik machen will. Und viele von Ihnen denken wahrscheinlich jetzt so an den Strand irgendwo, Saudi-Arabien, Kreta, Dubai oder sowas, ne, wenn Sie über Tourismus nachdenken. Der Urlaub in der Sonne. Da muss ich Sie enttäuschen, Tourismuspolitik ist knallharte Wirtschaftspolitik hier in Deutschland. Also ein Beweggrund für mich in diesem Themenfeld, mich zu engagieren, war, es geht hier um 3 Millionen direkte Arbeitsplätze. Also ohne Zulieferer oder sonst irgendwas, nur direkt. Sämtliche Übernachtungen, sämtliche Gastronomen. Ich begrüße den einen oder anderen, der heute Abend hier ist, in dem seiner Kneipe schon mal gesessen war. Er weiß Bescheid. Aber jedenfalls, das sind alles Arbeitsplätze, die sind hier vor Ort in Deutschland. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, die sind nicht verlagerbar. Weil wenn Sie Urlaub in der Südpfalz machen und Sie sagen, ich gehe wandern, da nach Felsenland oder sonst irgendwas, ja, wenn Sie abends was essen wollen und noch ein Bier trinke, das ist ein Arbeitsplatz, den können wir nicht ins Ausland verlagern, sondern der ist hier bei uns. Also 3 Millionen Arbeitsplätze, um die wir uns direkt kümmern wollen, plus diejenigen, die als Zulieferer drumherum sind. Und 4% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland entfallen auf den rein touristischen Bereich. Nur mal als Größenordnung, weil es die meisten Leute unterschätzen, das muss man einfach mal sagen, Tourismus ist die am meisten unterschätzte Branche. Aber 4% des Bruttoinlandsprodukts, das ist mehr als der komplette Maschinenbau in Deutschland und das ist mehr als der komplette Einzelhandel in Deutschland. Und deswegen war das ein Themenbereich, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Themenbereich, der wird oft unterschätzt, aber das ist Wirtschaftspolitik, da müssen wir uns drum kümmern. Und ich habe den Anspruch, dass wir als AfD Volkspartei werden. Da gehört dazu, dass man sich in jedem Themenbereich einfuchst, dass man Lösungen anbieten kann und dass man in jedem Themenbereich mitreden kann. Und deswegen habe ich gesagt, kümmere ich mich gern um diesen Bereich. Und fürs Herz war es so, da habe ich mich natürlich doppelt gefreut, wenn Sie eine Region vertreten wollen, wenn Sie stolzer Germersheimer sind, wenn Sie Südpfälzer sind und treten für Ihre Region ein und werben für eine Region, dann sind Sie zumindest mal Lokalpatriot. Weil wenn Sie Ihre Region scheiße finden, entschuldigen Sie bitte diesen Begriff, dann fällt es Ihnen schwer, für die Gegend zu werben. Erzählen Sie mal dem Touristen, wie schön Deutschland ist, wenn Ihre Parteivorsitzende hinter einer Fahne entlangläuft, wo drauf steht, Deutschland verrecke oder nie wieder Deutschland. Das wird schwierig, meine Damen und Herren. Und das heißt, dieser Themenbereich war einer, wo ich gesagt habe, aha, das ist ein niedrigschwellig patriotischer Themenbereich, zumindest mal Lokalpatriotismus, und es ist eine Wirtschaftskraft, es ist eine ganz starke Wirtschaftskraft, um die wollen wir uns kümmern. Und Sie wissen, wir als AfD, wir sind natürlich eine Partei für die ländlichen Räume. Klar, wir treten auch in Städten an, ich bin momentan ja wohnhaft in Mainz, das wissen einige von Ihnen, natürlich ist es so und natürlich versuchen wir auch dort gute Lösungen, zum Beispiel in der Kommunalpolitik, anzustreben. Aber diese ganzen Großstadtparteien wie CDU mittlerweile, SPD oder gerade die Grünen, diese Bionade-Bourgeoisie, die wenn überhaupt so im Vorort rund um Mainz oder so herumlebt, die finden Sie ja bei Starbucks, wenn Sie den nächsten Latte Macchiato für 17 Euro kaufen. Aber die kümmern sich ja auch nur noch um diese Probleme, also Gender-Close, pornografische Studien an Universitäten und so weiter und so fort. Ich persönlich bin Dorfkind, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und wenn ich das jemand erzählt hätte, ich habe irgendwie vor, Pornografie studieren oder Gender-Close oder 17 Geschlechter, die hätten mich alle ausgelacht und gesagt, der Münzmann ist vollkommen bescheuert geworden. Weil in ländlichen Räumen ist es so, da kümmert man sich meistens noch, nicht alle, gebe ich zu, aber die meisten noch um das, was wirklich interessiert, was denn vor Ort wichtig ist. Und gerade deshalb ist es so, wir wollen die ländlichen Räume stärken. Wie könnte man das besser tun wie mit dem Tourismus? Also wenn Industrie abwandert, wenn die Automobilindustrie immer mehr vor die Hunde geht, wie das jetzt momentan der Fall ist, wenn Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden aufgrund von Lohnkosten etc., dann ist Tourismus für viele Regionen der einzige Zweig, der einzige Wirtschaftszweig, den man noch ausbauen kann, um überhaupt noch Geld in eine Region zu holen. Gucken Sie sich mal die Südwestpfalz zum Beispiel an, ja, rund um Pirmasens oder sowas, da nach Felsenland, da ist nicht mehr so viel. Also wenn Sie da diesen Wirtschaftszweig Tourismus killen, dann haben wir ein Problem. Und was dazu kommt, also wir setzen uns eben dafür ein und sagen, ja, für den Tourist müssen eben auch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Weil wie soll ich denn, ich bin Ausschussvorsitzender in diesem Ausschuss, ich werbe für Deutschland auch im Ausland in dem Themenbereich, wie soll ich denn mich hinstellen und sagen, kommen Sie mal ins Dahner Felsenland oder in die Südpfalz, das ist alles super, jetzt kommt der Gast, der hat kein Internet, weil er im Funkloch entlang fährt, der will eigentlich mit der Bahn anreisen, weil er an unser Klima denkt oder sowas. Ja gut, wohin kommt der denn noch mit der Bahn? Da fährt 2 Mal am Tag vielleicht noch ein Bus, wenn es gut läuft. Und Bahnhöfe gibt es sowieso nicht. Die Straßen, Schlaglöcher und so weiter und so fort. Das heißt,
in alle diese Maßnahmen, das ist mittelbar auch Tourismuspolitik. Nur wenn ich die Rahmenbedingungen für Touristen so schaffe, dass die auch gerne dahin kommen, fahren sie mal irgendwo in Urlaub, wo sie kein Handynetz haben und kein Internet mehr oder kein WLAN. Ja, spätestens wenn sie kleine Kinder haben, hüpfen die ihnen auf den Kopf rum und sagen, ich habe doch irgendwie Internet gebraucht oder sowas. Also das kann so nicht funktionieren. Und jede Investition in diese Gegenden, die dem Tourismus dient, dient auch immer dem Einheimischen. Sie wissen, ich sage immer, ich möchte Politik für Deutsche machen, das ist vollkommen richtig. Und das gilt auch in diesem Themenfeld. Weil Sie alle profitieren doch auch, wenn hier in Germersheim eine bessere Infrastruktur herrscht, eine bessere Bahnanbindung und besseres Funknetz, mal als Beispiel. Und auch der Einheimische profitiert, wenn er noch, Sie alle kennen das Gasthaussterben. Also ich bin in einem Ort aufgewachsen, 1500 Einwohner circa, und ich weiß, als ich Jugendlicher war, gab es nur noch 4 Gaststätten. Heute weiß ich, gibt es noch eine Pizzeria, und ehrlich gesagt, so eine richtige Kneipe ist es nicht, sondern die machen relativ früh zu und setzen mehr auf den Lieferdienst. Gossesweiler Stein ist das, ne? Für die, die es kennen. Das bedeutet, wenn Sie sich mal überlegen, dieses Gasthaussterben greift ja überall um sich, nicht nur in Rheinland-Pfalz, gerade die Bayern können da auch ein Lied von singen. Was bedeutet das denn für eine Dorfgemeinschaft, für einen sozialen Zusammenhalt? Auch das ist nämlich ein Thema. Eine Gaststätte war immer der Ort, da konnten sie feiern, da gab es Hochzeiten oder sonst irgendwas, da konnten sie als Vereine nach dem Fußballtraining, nach dem Orchester, nach der Orchesterprobe, konnten sie dort noch gemeinsam ein Bier trinken, Zeit gemeinsam verbringen, soziales Leben, auch in kleinen Gemeinden. Wenn sie heute nicht in der Großstadt leben, wo sie noch X-Bars oder sowas finden, wird das alles schwieriger. Und dafür muss man doch kämpfen, das ist auch ein Teil von Kulturgut, was erhalten wird, gerade im ländlichen Raum. Das kommt dem Tourist zugute, weil wenn der im Urlaub ist, will der vielleicht abends auch mal was essen gehen oder Bier trinken. Das kommt aber genauso dem Einheimischen zugute, der das ganze Jahr da lebt. Und das ist so die Stoßrichtung. Ich möchte Ihnen, ich weiß, ich habe nicht viel Zeit, deswegen ich bemühe mich, Ihnen mal so die Stoßrichtung klar zu machen. Dann noch 3 bis 4 konkrete Beispiele. Was machen wir in diesem Ausschuss? Was mache ich mit meinen Kollegen genau in diesem Ausschuss? Welche Anträge stellen wir und so weiter und so fort? Es gibt verschiedene Methoden, die Sie anwenden können als Bundestagsabgeordneter. Es gibt die kleine Anfrage, das ist so die Königsdisziplin der Opposition. Weil die Bundesregierung muss Ihnen auf eine kleine Anfrage, die Sie einreichen, muss sie Ihnen eine Antwort geben. Und die Antwort muss auch stimmen. Das heißt, Sie können über diese kleinen Anfragen, haben Sie Mittel und Wege, über Fragen rauszukitzeln, mehr Informationen zusammentragen zu einzelnen Themenfeldern. Und diese Themenfelder werden dann per Antrag ins Bundestagsplenum eingebracht, wo dann darüber debattiert wird. Und 1, 2 Beispiele möchte ich ansprechen. Zum Beispiel, Sie alle haben bestimmt schon mal irgendwo sich eine Bratwurst oder eine Currywurst an der Imbissbude gekauft. Gehe ich mal fest von aus. Wussten Sie, dass wenn Sie an die Currywurst sich an einer Imbissbude holen zum Mitnehmen, dass der Inhaber dieser Imbissbude 7% Mehrwertsteuer an den Staat abführen muss. Okay, soweit so gut. Wenn diese Imbissbude aber innen drin, sage ich mal, noch vielleicht 10 Sitzplätze hat und Sie sagen, auch irgendwie ist kalt draußen, ich setze mich rein, das ist eh gemütlicher. Sie holen sich dasselbe Gericht und die Currywurst kostet auch genauso viel wie draußen am Schalter, muss der Gastronom 19% abführen. Jetzt habe ich gesagt, ich verstehe das nicht so ganz, vielleicht bin ich zu blöd dafür. Aber wieso muss denn der Gastronom, der mehr Arbeit hat, der braucht im Zweifel Personal, eine Toilette, diesen Innenraum, also der hat mehr Arbeit, mehr Aufwand, der muss wegräumen, muss vielleicht noch wegwischen oder sonst irgendwas. Wieso muss der mehr Steuern an den Staat abführen? So, ich unterstütze doch so keine Gaststätten. Im Gegenteil, ich sorge doch dafür, dass es immer mehr To-Go-Produkte gibt und dass die Leute sich gleich im Aldi oder im Lidl oder sowas an dieser To-Go-Theke sich gleich was mitnehmen und gar nicht mehr essen gehen. Jetzt mal übertrieben, aber die Entwicklung ist nicht positiv. Und das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, diese unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in diesem Bereich, da muss man ran und da muss man doch dafür sorgen, dass gerade die Gaststätten, die extrem bedroht sind durch Überbürokratisierung und alle möglichen anderen Dinge, wie zum Beispiel, wenn Sie Nachfolgeregelungen haben, das führt jetzt zu weit, aber wenn Sie ein gastronomisches einen Betrieb übergeben wollen an Nachfolger, das ist unglaublich schwierig und das ist auch gar nicht so einfach mit dem, was Sie alles nachrüsten müssen und auf den aktuellen Stand kommen innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, zumindest an dieser Stellschraube wollen wir drehen, dass wir sagen, wir benachteiligen doch bitte nicht mehr diejenigen, die sich um ihre Gäste kümmern. Sondern wenn, muss es doch zumindest mal pari pari sein, ob sie die Currywurst jetzt da drin essen oder draußen im Kalt auf der Straße. Ein Beispiel. Oder wer von Ihnen hat schon mal einen Flug annulliert bekommen oder eine Bahnverspätung über 2 Stunden? Gibt es bestimmt den einen oder anderen auch. Jetzt haben wir gesagt, naja, mittlerweile hat man doch alles auf den netten Smartphones oder im Internet buchbar. Ne? Sie buchen mit der Bahn-App, buchen Sie eine Reise, stehen dann am Bahnhof, da kommt Ihr Zug fällt aus. Bei vielen Unternehmen ist es so, Sie können die Erstattungsansprüche, die Ihnen gesetzlich zustehen, das ist EU-weit geregelt,
die können Sie nur schriftlich einreichen. Und zwar wirklich altmodisch mit Brief, Briefmarke drauf und losgeschickt. Das ist freiwillig, wenn ein Unternehmen Ihnen das digital anbietet, ist aber nicht gesetzlich geregelt. Gesetzliche Regel ist nur, dass Sie das schriftlich anfordern können. Dann haben wir gesagt, naja, wir leben jetzt ja eigentlich in einem Zeitalter, in dem das Internet kein Neuland mehr ist, wie Frau Merkel mal gesagt hat, sondern in dem das zu unserem Alltag dazugehört. Also haben wir einen Antrag gestellt, haben gesagt, diese Geltendmachung von Ansprüchen muss auch digital erfolgen können. Und zwar vorgeschrieben. Auf dem Weg, auf dem Sie gebucht haben, können Sie das auch erstattet haben wollen. Ja? Dann können Sie nämlich mit Ihrer Bahn-App, klicken Sie drauf, bitte erstatten, zack, das war mein Zug, Sie sind da eh eingeloggt, Sie haben eine Buchungsbestätigung und dann wird Ihnen das Geld gutgeschrieben. Das ist wesentlich unbürokratischer für alle Beteiligten und ist im Prinzip Verbraucherschutz, weil wir wollen Ihnen das Leben etwas leichter machen. Also haben wir da einen Antrag ausgearbeitet, das auch rechtlich so prüfen lassen, dass es alles möglich ist. Haben gesagt, wir wollen natürlich die Papierversion nicht abschaffen, Gott bewahre, aber wir wollen als Ergänzung eine digitale Geltendmachung dieser Ansprüche ermöglichen. Was schätzen Sie, wie die anderen Parteien abgestimmt haben? Waren dafür, ne? War doch gut für die Menschen, ja? Nee, Sie haben vollkommen recht, die haben alle abgelehnt. Obwohl in der nationalen Tourismusstrategie, das ist das große Projekt unserer Bundesregierung, da haben wir bisher noch nichts groß vorliegen. Der eine oder andere hat vielleicht eine Rede dazu schon mal gehört. Da wursteln die noch seit mittlerweile 2 Jahren. Wir haben noch keine Strategie vorliegen, aber die soll irgendwann kommen. Aber einer der Punkte, der Ihnen ganz wichtig ist, das haben Sie immer erzählt, im Ausschuss, im Plenum, in der Öffentlichkeit, einer der Punkte ist, wir müssen die Digitalisierung im Tourismus voranbringen. Da habe ich gesagt, schade, das wäre mal eine Möglichkeit gewesen, aber gut, vielleicht kommt es ja noch. Noch ein Baustein, der passt auch in dieses Themenfeld mit rein, Digitalisierung im Tourismus. Jeder von Ihnen, gehe ich fest davon aus, war mal in einem Hotel oder in einer Pension über Nacht. Und wenn Sie in das Hotel kommen, checken Sie ein, holen Ihr Buchungsbestätigung raus, wie auch immer. Und dann ist der gute Mann oder die gute Dame hinterm Tresen, gibt Ihnen so einen Meldeschein. Da steht Ihr Name drauf und da müssen Sie meist noch eine Adresse mit reinschreiben, müssen unterschreiben und geben dem Kerl das wieder zurück. Das kennen Sie alle, oder? Ist Ihnen bekannt. Was passiert denn jetzt mit diesem Meldeschein? Haben Sie mal Gedanken darüber gemacht, wofür ist der gut? Was passiert mit dem? Der ist eigentlich mal eingeführt worden für unsere Sicherheitsbehörden, um zu überprüfen, wer in welchem Hotel ist. So, wenn man dann Strafverfolgung anstrebt, dass man sagen kann, aha, ich schnapp mir den Münzenmeier, der war in dem Hotel und ich habe ihn, weil er den Meldeschein ausgefüllt hat. Jetzt habe ich gesagt, naja, erste leise Kritik, ich will nicht übertreiben, wir machen die Grenzen auf, wir kontrollieren sowieso niemand mehr, aber Sie dürfen natürlich im Hotel einen Meldeschein ausfüllen. Das fand ich schon etwas schräg, aber gut, ich will ja nicht so sein. Da habe ich gesagt, naja, jetzt fragen wir die Bundesregierung mal, wie viele von diesen Meldescheinen liegen denn in Deutschland irgendwo so rum? Und wie oft werden die denn abgefragt? Weil wenn die für Strafverfolgung sein müssen, dann muss ja irgendeiner auch hinten dran sein, muss den Kram abfragen. Es gibt über 105 Milliarden Meldescheine. Und diese Meldescheine müssen 10 Jahre von dem Inhaber des Hotels oder der Pension aufbewahrt werden. Nach 10 Jahren darf er die immerhin wegwerfen. Also habe ich mal mit einem Hotelinhaber geredet, oder beziehungsweise der hat mich angesprochen, der hat meinen Namen erkannt und wusste, ich mache Tourismuspolitik, und sagt, Herr Münzmeier, ich hätte gerne mal morgen früh mit Ihnen eine Viertelstunde ein Gespräch beim Frühstück oder so. Ich sage, klar, wieso nicht, bin ja eh hier, ja. Ich bin mit dem hingesetzt und hat der mir gesagt, also ich muss jetzt Ihnen mal den Raum zeigen, mein Archiv. Dann hat er mir das gezeigt, das war der Wahnsinn. Also es ist ein ganzer Raum, nur voll mit Ordnern, voller Meldescheinen. Dann habe ich gesagt, und wie viele Hotels haben Sie? 2 Stück. In Thüringen war das, 2 Hotels in Thüringen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie viele Meldescheine haben Sie? Ja gut, können Sie sich vorstellen, ich habe insgesamt 3 dieser Räume. Ich sage, gar nicht so schlecht. Dann habe ich gesagt, wie viele waren denn schon mal da? Noch nie. Also bei dem war noch nie einer. Dann habe ich gesagt, ja, ist ja schwierig, wir sind auch eine Rechtsstaatpartei, wir legen ja auch großen Wert drauf, dass man auch Strafverfolgung möglich macht und so. Dann hat er mir gesagt, ja Moment, Herr Münzenmeier, fragen Sie die Bundesregierung doch mal, ob ich überhaupt kontrollieren darf, was da drauf geschrieben wird. Dann habe ich gesagt, ja, das muss ja möglich sein. So, also haben wir eine Anfrage an die Bundesregierung gemacht und gesagt, wie sieht es aus, melderechtlich und so weiter und so fort. Darf denn derjenige, der diesen Hotelmeldeschein entgegennimmt wieder, darf der mal kontrollieren, ob das stimmt, was da drauf steht? Oder ist es Humbug? Die Bundesregierung sagt, nein, derjenige, der das Ding entgegennimmt, ist nicht berechtigt, das zu kontrollieren. So, jetzt wird's schräg, Männer. Also haben wir gesagt, naja, also... Das ist natürlich gut, da kommt der Osama Bin Laden, ja, kommt mit Turban rein, schreibt drauf, Mickey Mouse ist hier, gibt das ab und der brave deutsche Hotelier nimmt das, alles klar, vielen Dank,
zack, in sein Archiv, 10 Jahre abheftet. Super, läuft, ja, läuft. Er hat gesagt, das ist ja alles Schwachsinn. Entschuldigung, das ist wirklich Bürokratie at its best. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir wollten die Bundesregierung nicht überfordern. Wissen Sie, ich bin ein Freund der kleinen Schritte. Wenn Sie da zu viel fordern, da fallen die gleichen Ohnmacht. Das sind die nicht gewohnt. Mit Tempo können die nicht umgehen in Berlin. Also habe ich gesagt, wir fordern jetzt nicht gleich die Abschaffung dieses Meldescheins. Da fallen die alle rückwärts um und schreien Hilfe. Was will die AfD wieder? Ich sage, wir machen mal jetzt ganz Stück für Stück. Wir fordern zumindest mal eine Digitalisierung. Weil Digitalisierung finden die doch auch alle toll. Und es würde zumindest mal uns allen schon mal jede Menge Verwaltungskram ersparen. Weil dann kann das digitalisiert werden, dann muss der das immer abheften, der spart Lagerkosten, der spart eventuell Personal und so weiter und so fort. Das wäre doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, da haben wir einen Antrag dazu gestellt, das schön melderechtlich sauber ausgearbeitet mit der Hilfe von Anwälten und so weiter, dass da nichts dran zu rütteln war an diesem Antrag. Der kam dann in den Ausschuss und im Ausschuss haben alle gesagt, ja, alle anderen Fraktionen, wirklich alle, auch Linke und Grüne, ja, im Prinzip ist das ja gut, aber irgendwie dann doch nicht. Den Grünen ging es nicht weit genug und die Linken haben gesagt, ich zitiere, da stimmen wir nicht zu, weil wir haben uns immer, weil das von Ihnen kommt. Das war wirklich so. Dann, alles klar, das Ding wurde abgelehnt, keine Chance, schlechter Antrag von uns, bestimmt ganz schlecht gemacht, dumme Idee, alle anderen dagegen. So, dann kommt der Punkt, im 3. Bürokratieentlastungsgesetz, das vor 6 bis 8 Wochen beschlossen wurde. Da drin wurden die Meldescheine in Hotels digitalisiert. Jetzt, ich will mir diesen Erfolg nicht auf die Schultern schreiben oder ich will nicht sagen, dass wir dafür verantwortlich sind, aber das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich immer sage, AfD wirkt, wir können Themen anstoßen, auch aus der Opposition raus. Und es ist möglich, dass die Bundesregierung dann, ich sage mal, nach ein paar Monaten kommt, baut es irgendwie anders ein und sagt, naja, es war eigentlich schon immer unsere Idee, ja, wir wollten es auch immer schon machen. Die AfD hat es viel schlechter gemacht, wie wir das sowieso vorhatten und deswegen läuft es jetzt so. Das ist jetzt einfach nur als kleiner Einblick. Ich möchte zum Schluss kommen, Sie haben auch gerne die Möglichkeit, später noch Fragen zu stellen, auch zum Thema aber in Soziales oder sonst irgendwas. Ich will Sie aber nicht voll quatschen und einfach mal drauf losballern, sondern Sie haben jetzt mal so einen kleinen Einblick in unsere Arbeit bekommen anhand von 2, 3 praktischen Beispielen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, als Dritter im Bunde möchte ich Ihnen auch von meinem Tätigkeitsbericht etwas verlautbaren. Ich möchte Ihnen aber am Anfang einfach mal erzählen, wie ein Tagesablauf eines Bundestagsabgeordneten so aussieht. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die haben sich eine eigene Wohnung in Berlin genommen. Dann gibt es Kollegen, die wohnen in Hotels, in einem oder in mehreren, je nachdem. Ich gehöre zu den Letzteren. Ich habe mir ein Hotel herausgesucht im Laufe der Monate, was sich dann mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Und von diesem Hotel breche ich dann morgens, so sagen wir mal kurz vor 8 auf, bin dann nach einer Viertelstunde im Büro mit unserem Fahrdienst. Die Bundestagsabgeordneten haben ja ein Privileg, einen Fahrdienst zu haben, was ich sehr schätze, weil mit eigenem Auto in Berlin ist man sicherlich verloren. Dann ist man 8.15 Uhr morgens, sage ich mal, im Büro. In der Regel beginnen die Plenumssitzungen um 9 Uhr. Das heißt, man hat dann noch mal kurz Zeit, noch mal sich die Tagesordnung anzuschauen, noch mal kurz zu schauen, wie stimmen wir für die verschiedenen Tagesordnungspunkte ab, wie haben wir das in der Fraktionssitzung beschlossen. Und dann werden Sie auf der Tagesordnung für jeden Tag manchmal 20 Tagesordnungspunkte finden. Und dann bin ich schon oft gefragt worden, Herr Wildberg, woher wissen Sie eigentlich, wie man in jedem Punkt abstimmt und könnten Sie das überall begründen, warum Sie da so abgestimmt haben und nicht anders? Und das ist eine echt fiese Frage. Es liegt nämlich, Sie sehen, wir haben, wie viele Ausschüsse haben wir? 23 oder sowas in der Größe? Mit Unterausschüssen noch mehr. Das heißt, wir haben einen riesen Themenbereich abzuarbeiten. Das gilt von meinem Themenbereich, ich komme später noch darauf zu sprechen, über die Verteidigung, über die Innenpolitik, über Familienpolitik,
über Digitalisierung, über Verkehr, über Gesundheit, pipapo, also ein Riesenthemenkomplex und niemand, es gibt keinen einzigen Bundestagsabgeordneten, weder Männlein noch Weiblein, der diese Themen komplett beherrscht. Die Fraktionschefs sind in der Lage, so sagen wir mal, Grundlagen von den wichtigsten Positionen zu beherrschen und dann auch in ihrer Grundsatzrede darzustellen. Aber wir haben im Bundestag für jedes Gebiet Fachabgeordnete. Und für jedes Gebiet haben wir auch Ausschüsse, für jedes Ministerium, jedes Bundesministerium hat ein Pendant zur Kontrolle auch einen Ausschuss, in dem sozusagen die Arbeit der Ministerien kontrolliert wird, in dem auch Anträge aufbereitet und vorbereitet werden, die dann irgendwann im Bundestag eingebracht werden. So, und wenn man dann, nehmen wir mal einen Donnerstag, der ist immer besonders berüchtigt bei den Abgeordneten, wenn da um 9 Uhr das Plenum beginnt, dann gehen einige von uns, wenn sie keine Ausschusssitzung haben oder keinen Termin mit Botschafter XYZ, in das Plenum. Und dann, wenn dann viel Geduld angesagt ist und der Abgeordnete viel Geduld hat, dann hat er jetzt sage und schreibe 16 bis 18 Stunden Sitzung vor sich. Die Sitzungen gehen manchmal am Donnerstag bis nachts um 2 oder wenn es ganz schlimm kommt, auch mal bis um 3 Uhr und zwar ohne Pause. Das schafft keiner von uns. Also wenn ich 3 Stunden am Stück sitze, unser Fraktionschef Gauland ist da mit seinen 78 Jahren Vorbild, da kann ich nur staunen, was der da noch schafft, das schafft mancher Jüngere nicht. Wenn man dann nach 3 oder 4 Stunden mal eine Zwischenpause macht und dann ist man abends aber völlig fertig und erschöpft, das können Sie sich vorstellen, keine wenig körperliche Betätigung, man sitzt da und versucht zum Schluss nur, diesen Sachverhalten zu folgen. Deswegen haben wir in der Fraktion uns insoweit so ganz grob vereinbart, dass wir uns aufteilen, damit auch diejenigen, die dann im Plenum noch sitzen, noch einigermaßen folgen können und andere haben dann andere Termine und manchmal muss man sich auch mal, das gebe ich gerne zu, auch mal eine halbe Stunde hinsetzen und sich in seinem Büro erholen und nichts tun und der Sekretärin sagen, jetzt lasst mich mal eine halbe Stunde zufrieden. Das gibt's auch. Also das ist so dieses Geschäft und wir kommen als Bundestagsabgeordnete auf eine wöchentliche Arbeitszeit in Berlin. 60, 70 Stunden ist eigentlich Usus. Also das geht nicht. Und dann, wenn man morgens aus dem Hotel, sagen wir mal um 8 Uhr aus dem Hotel geht und abends gegen 24 Uhr wieder da ist, dann hat man schon eine gute Zeit eingeteilt oder hat man schon einiges vollbracht. Ja, und das 4 Tage, also dann ist man, montags ist der Anreisetag, freitags ist der Abreisetag. Dann natürlich sind wir gerade als Abgeordnete hier im Südwesten Deutschlands bis auf die andere Seite unserer Republik nach Berlin mit dem Zug schon mal 7 oder 8 Stunden bei der jetzigen DB auch mal ein bisschen länger unterwegs, weil ja, da wäre der Kollege Tourismus gefragt, auch das mal ein bisschen, da wäre sicherlich mal was zu tun. Und da geht eigentlich dann schon mal für mich zumindest ein Abreisetag weg und auch wieder einen Tag zurück hier reisen. Und das, man kann unterwegs noch mal das eine oder andere arbeiten, aber das ist dann auch schon eingeschränkt, weil die Züge auch oft überfüllt sind. Ja, meine Damen und Herren, das ist so ganz grob mal das Tagespensum. Und inhaltlich bin ich in diesem Tagespensum schwerpunktmäßig mit dem Thema Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beschäftigt. Ich bin da in dem Ausschuss und ich bin stellvertretender Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion in diesem Themenbereich. Ich bin weiterhin noch stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Verkehrsausschuss. Und dann habe ich noch einen Job, bei dem ich hoffe, dass ich den nie machen muss. Ich bin einer von 4 AfD-Abgeordneten, die im sogenannten gemeinsamen Ausschuss tätig sind, bisher Gott sei Dank noch nicht tätig sein mussten. Das ist das Notparlament. Das Notparlament, wenn der Bundestag im Krisenfall, ein Kriegsfall zum Beispiel wäre so ein typischer, hoffentlich nie eintretender Fall, wo der normale Bundestag dann nicht mehr zusammentreten kann,
Dann gibt es das Notparlament. Dann gibt es auch keine Aufteilung mehr zwischen Bundestag und Bundesrat, sondern dann gibt es nur dieses Notparlament, was deutlich, deutlich kleiner ist als der Bundestag oder der Bundesrat. Und dieses Notparlament macht dann gemeinsam als Bundestag, Bundesrat, gemeinsam die legislativen Aufgaben im Kriegsfall. Also das ist sicherlich eine Arbeit, die hoffentlich nie eintreten wird. Ja, mein Hauptschwerpunkt ist mit dem Umwelt- und Naturschutz und der nuklearen Sicherheit das Thema, was heute die Greta bewegt, was heute die Bundesregierung bewegt, was das Volk mehr oder weniger bewegt, nämlich der sogenannte Klimaschutz. Meine Damen und Herren, wir haben mit diesem Klimaschutz möglicherweise eine ganz, ganz, ganz große Betrugsorgie, wie sie in unserem Land noch nie gewesen ist. Hinter diesem Klimaschutz, der immer propagiert wird, um das Weltklima zu retten, hinter diesem Klimaschutz stehen Hunderte von Milliarden Euro. Die neue Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Bundeswehr in einem ausgezeichneten Zustand hinterlassen hat, das war jetzt eine ironische Bemerkung, die hat sage und schreibe gesagt, sie brauche 1 Billion Euro. Das sind 1.000 Milliarden Euro, das ist so viel wie 3 Bundeshaushalte für den Klimaschutz. Wir wollen mal wieder, sprich die Rot-Rot-Grün-Schwarzen, wollen mal wieder als Deutsche, sonst sind sie ja immer Europäer, aber da wollen sie plötzlich als Deutsche die Welt retten. Und wir als Volk werden massiv gemolken. Der Klimaschutz, da wird gesagt, 97% der Wissenschaftler sind doch dafür, das ist doch alles nachgewiesen. Dabei wird immer vergessen, dass diejenigen Wissenschaftler, die nicht dafür sind, mundtot gemacht worden sind. Der Weltklimarat besteht weitgehend oder fast nur aus Wissenschaftlern, die mehr oder weniger gezwungen werden oder wie auch immer dazu kommen, nur diese eine Sache zu vertreten, nämlich den menschengemachten Klimawandel. Es gibt einen Klimawandel, das ist unstrittig und ich bin vom Beruf Geologe. Ich bin übrigens der einzige Geologe im Bundestag, der beruflich auch schon mit dem Thema zu tun hat, deswegen habe ich auch diese mehr oder weniger dankbare oder undankbare Aufgabe übernommen. Meine Damen und Herren, es gibt einen Klimawandel, den gibt es schon seit Jahrzehntausenden. Die letzten 10.000 Jahre sind sehr, 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 sehr gut untersucht. Es gibt immer ein Auf und Ab. Es gibt warme Phasen, es gibt kalte Phasen. Und diese gibt es dann plötzlich, jetzt kommt wieder eine ironische Bemerkung, bis 1850. Und dann muss jemand irgendwo auf den Knopf gedrückt haben und sagt, so, ab jetzt gibt es keinen natürlichen Klimawandel mehr, ab jetzt ist der Klimawandel menschengemacht. Ja, also das ist schon für mich als Geologe schon mal schwer zu schlucken, weil das Klima auf und ab einfach so weitergeht. Auch nach der letzten kalten Phase 1850 haben wir jetzt ein Klimamaximum erreicht. Und in der Tat haben wir einen Temperaturanstieg seit der sogenannten letzten kleinen Eiszeit. Aber wenn eine Kältephase vorbeigeht, dann ist es eigentlich schon trivial festzustellen, dass dann irgendwann wieder die Temperaturen ansteigen. Und das wird jetzt uns als große Katastrophe verkauft. Meine Damen und Herren, selbst wenn es so wäre, Deutschland ist mit rund 2% des weltweiten CO2-Emissionen, also an 2% ungefähr CO2-Emissionen passieren hier in Deutschland, 98% woanders und wir wollen mal wieder die Welt retten. Wir haben schon ein paar Mal versucht, die Welt zu retten, das ist nicht gelungen, Gott sei Dank. Und jetzt versuchen wir, die Welt mal anders zu retten und auch das wird nicht gelingen. Wir werden mit diesen 2% Emissionen sicherlich das Weltklima nicht mal ansatzweise beeinflussen können. Wenn wir jetzt alle sofort aufhören zu atmen, wenn wir alle Kamine, alle Schornsteine zumachen, kein Verbrennungs-Pkw mehr fahren lassen und dann sozusagen klimaneutral uns verhalten würden, klimaneutral, was für ein Wort, so und dann würde das Weltklima müde lächeln und das gar nicht merken, dass wir überhaupt da sind. Und das kostet uns viele, viele hunderte Milliarden Euro. Und wir arbeiten im Ausschuss
für Umwelt da, beziehungsweise als Vorbereiten in unserem Arbeitskreis dafür, dass wir gerade nicht mehr, dass wir uns dagegen wehren, dass die Bürger bevormundet werden, dass das Leben unnötig teurer wird und dass wir diese soziale Ungerechtigkeit vermeiden. Denn diese Klimaschutzpolitik, die jetzt betrieben wird, die kostet letztlich Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Wir sehen das doch jetzt schon. Diese Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie sind doch schon zu Zehntausenden weg. Die Banken haben schon Zehntausende Menschen entlassen. Und das wird erst so weitergehen. Wir werden mit dieser Klimapolitik, wenn wir die so durchsetzen, unsere persönlichen Freiheiten stückweise aufgeben und wir werden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährden und damit unseren Wohlstand und damit all das, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet und erarbeitet haben. Und das, meine Damen und Herren, werden wir von der AfD niemals zulassen. Das geht einfach nicht. Wo leben wir denn, wenn man heute in den großen Städten Dieselfahrverbote macht, 100 Meter Straße oder 200 Meter Straße in Hamburg sperrt und die Dieselfahrzeuge dann ein paar Kilometer Umweg fahren lässt? Was ist das denn? Irre. Wir leben in einer Gaga-Republik. Ja, und wenn wir jetzt dieses Klimapaket jetzt durchwinken lassen würden, der Bundestag hat es ja jetzt schon verabschiedet, was der Bundesrat dazu macht, das ist ja jetzt noch, steht noch in den Sternen, aber dann wird unser Leben teurer. Selbst bei dieser CO2-Bepreisung, bei der ja jede Lenkungswirkung gar nicht mehr vorhanden ist, selbst diese 10 Euro pro CO2, pro Tonne CO2, die wird die Spritpreise um rund 10 Cent erhöhen. Ja? Und dann ist ja vorgegeben für die nächsten Jahre eine gestaffelte Steigerung dieser CO2-Emissionen. Diese CO2-Bepreisung wird also staffelmäßig höher werden und wir werden auch immer mehr bezahlen. Insgesamt wird das Leben teurer und wofür? Für nichts. Ja, und wir haben im Moment ein Stadium erreicht, wo man, auch das aus der Bundestagsarbeit berichtet, wo die sachliche Auseinandersetzung dieses wichtigen Themas längst nicht mehr gegeben ist. Die Klimaschutzpolitik, die sogenannte, hat einen ersatzreligiösen Status. Ja, da ist das CO2 der Satansersatz. Das muss man einfach mal so sehen. Und wenn man argumentiert, und ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Geologe und ich bin eigentlich gewohnt, sachorientiert mich zu verhalten, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann haben wir alle die Erfahrung gemacht, dass dieses im Bundestag jetzt nicht mehr geht, dass die Ideologen die Überhand gewinnen. Wir werden von Ideologen beherrscht und das müssen wir als AfDler schnellstens abstellen, wenn wir unser Land noch retten wollen, meine Damen und Herren. Zu dieser Verteuerung des Lebens kommt natürlich jetzt auch noch eine weitere Sache. Wir stehen vor einer Rezession, die hat jetzt schon begonnen. Die Arbeitslosen nehmen zu, also in der Automobilindustrie. Wir machen gerade unsere Schlüsselindustrien kaputt, meine Damen und Herren. Wir machen die Automobilindustrie kaputt. Dort sind wir Weltmarktführer. Wir machen den Maschinenbau kaputt. Die chemische Industrie leidet. Wir sind gerade dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und was ich nicht verstehe, meine Damen und Herren, unsere Bevölkerung macht diesen Schwachsinn mit. Warum eigentlich? Wir sind die Einzigen, die versuchen jedenfalls, diese Sache noch faktenorientiert zu betrachten. Und dann sieht man, wie man mit ideologischen Phrasen abgebügelt wird. Und da ist das Geld, was wir als Bundestagsabgeordnete kriegen, als AfDler zumindest eine Art Schmerzensgeld, die einem das etwas erleichtern. Aber meine Damen und Herren, ich kann ohne Sie, ohne unsere Bevölkerung sind wir im Bundestag nichts. Deswegen, wir sind nicht zuletzt darauf angewiesen, dass Sie eins berücksichtigen müssen. Lassen Sie sich nicht von Ideologen verblenden.
Wir müssen wieder lernen, selbst zu denken und nicht denken zu lassen. Und das ist ein Appell an unsere Bevölkerung. Die lassen nämlich denken und denken nicht mehr selbst. Und das sollten wir unbedingt vermeiden, dass wir diesen Ideologen auf den Leim gehen. Und das machen wir als AfDler mit Herz und Verstand. Und dafür sitzen wir jetzt zu 91 in diesem Bundestag und versuchen, unser Bestes dafür zu tun. Dankeschön.